Hi Leute und willkommen zum The Sims 4 Let's Build Video. Ich bin Selina und wir bauen heute an dem Modern House weiter. Zuallererst mache ich hier oben dieses Ding nochmal weg, das gefällt mir irgendwie doch nicht so ganz. So ist irgendwie auch viel schöner. Wir haben ja letztes Mal, haben wir mit der Raumaufteilung hier angefangen, haben schon mal überlegt, wie wir es so gerne hätten. Dann haben wir hier nochmal einen Balkon hierhin gemacht. Und da fällt mir gerade auf, wir müssen das Dach noch ein bisschen weiterziehen. Weil so ist es irgendwie nichts. Ja, ist schon besser. An den Fenstern natürlich kümmern wir uns, wenn wir die Räume einrichten. Weil jetzt sieht es wirklich noch ein bisschen blöd aus. Das kann man so nicht lassen. Der Plan für heute ist, dass ich hier oben gerne ein Schlafzimmer einrichten möchte. Ich überlege noch, ob wir die Tür nicht besser nach rechts machen. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Und ja, hier haben wir auch schon das kleine Auto hier platziert. Das machen wir mal schnell noch groß, sonst übersehen wir das irgendwann noch. Ist das realistisch? Bestimmt, oder? Ja, doch, das lassen wir jetzt einfach mal so. Ach ja, genau, ich wollte hier auch nochmal ein kleines bisschen enger machen. Da habe ich mich doch umentschieden. Vielleicht doch so? Dann ist hier auch keine schöne Form, dann ist einfach... Nee, wir lassen es jetzt erstmal so. Bevor wir jetzt gleich wieder zu etwas anderem rumspringen, fangen wir hier jetzt erstmal mit dem Schlafzimmer an, was wir vorhaben. Wir versuchen jetzt erstmal... Jetzt hat es mir natürlich die Tür verrissen. Holen wir uns nochmal schnell eine neue. Welche war es denn jetzt? Ich glaube, es war die hier. Ja, doch, so machen wir es. Ich habe mir überlegt, wir könnten hier in diesen Nischen einen Kleiderschrank reinmachen. Aber die aus Zeit für Freunde, die sind eigentlich ganz modern. Diese hier. Ob wir so einen nehmen, aber das passt vom Platz jetzt auch nicht so. Wenn nicht, machen wir die Balken etwas enger. Oder ein Stückchen weiter nach hinten. Ja, weil so einen großen Balkon brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, doch, dann fangen wir erstmal damit an. Mal gucken, wie es da noch aussieht, weil das wäre cool. Einfach so eine schöne Nische drin. Aber ich glaube, hier lassen wir das. Aber eigentlich muss es ja bündig sein. Also, dass man auch... Nee, ich habe eine Idee. Wir lassen das von der Länge so, aber ziehen hier dann einfach eine Wand hin und dann ist es ja trotzdem hier auf beiden Seiten gleich. Wir ziehen einfach bis hier rüber gerade eine Wand. Ja, jetzt haben wir doch einen schönen Wandschrank. Das ist doch ganz schön so. Ich habe mir übrigens überlegt, wir bleiben hier in dem Zimmer erst so in den Farben Schwarz und Weiß und versuchen dann vielleicht mit ein paar Pflanzen oder so da noch ein bisschen Farbe rauszuholen, weil anders ist es wirklich zu wenig. Was für ein Bett nehmen wir denn überhaupt? Also ein Doppelbett ist ja klar, auf jeden Fall. Das hier finde ich eigentlich schon ganz schön. Aber das ist eben Holz, ne? Ne, das mit dem Blau drin, das ist nix. Das hier ist auch wieder too much. Ne, ich glaube, wir bleiben bei dem Bett. Das ist in Ordnung so. Aber irgendwie sieht der Kleiderschrank jetzt auch ein bisschen blau aus. So. Ja, so ist er eigentlich auch ziemlich schön.
Meint das auch so ein bisschen bräunlich irgendwie? Oder meine ich das jetzt nur? Nee, wir lassen ihn erstmal so. Aber ja, wir brauchen noch solche kleine Schränkchen nebendran. Nur welche? Vielleicht doch solche hier. So mit Kraut drin. Die sind schon mal nicht schlecht. Platziere die jetzt schon mal raus. Weil die hier, die sehen so sehr nach IKEA aus. Aber die sind auch schön. Nee, wenn dann ganz schwarz. Die anderen sind wieder alle zu alt, beziehungsweise zu modern. Das Abgerundete, das möchte ich auch nicht. Das ist auch irgendwie zu retro. Ja, komm, wir entscheiden uns mal für die rechten. Wenn nicht, dann ändern wir die später nochmal. Aber ich finde, das muss noch alles ein kleines bisschen weiter nach rechts. Hier könnte man jetzt zum Beispiel solche Spiegelhöhen machen. Das wäre cool. Es gibt auch die ganz großen. Wo sind die denn? Ja, diese hier zum Beispiel. Entweder die beleuchteten. Geht es nicht weiter runter? Ah, die gehen ganz runter. Aber die beleuchteten, die werden schon schön. Das ist dann auch nochmal so was Kleines, Modernes. Probieren wir es mal aus. Schiebt die mal ein kleines bisschen ineinander. Ne, da muss noch ein bisschen breiter. Ist wieder ein Stückchen zu breit. Ja, so. Ich weiß nicht, sieht das was aus? Ja, oder dann doch die. Aber die haben auch solche Striche. Also eigentlich ändert sich nicht wirklich was daran. Aber so beleuchtet ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das hat auch wirklich was Modernes. Ja, doch. Ist eigentlich ganz schön. Ach ja, wir müssen ja vor allem noch Fenster platzieren. Da holen wir uns mal die von unten. Wie heißen die? Irgendwas mit Tete? Tete, Atete. ja, jetzt müssen wir aber vor allem mal noch schauen, wegen draußen, wie das aussieht. Ach Quatsch, was habe ich denn jetzt gemacht? Vielleicht das Fenster hier so hin. Jetzt geht das wegen dem Schrank nicht. Gut, dann mache ich mal den Move Objects Cheat. bb.moveObjects. Und jetzt, ja, jetzt lasse ich es platzieren. Könnten wir hier eins? Hier nicht, oder? Ich weiß nicht. Doch, könnte man eigentlich machen. Das ist hier eh der Gang. Da stört es niemand, wenn da zwei Fenster sind. Ja, der Grund, warum ich das Fenster jetzt so weit hierhin gemacht habe, ist, weil in den modernen Räumen sind doch immer solche Fernseher. Und die habe ich gedacht, könnten wir vielleicht auch mal versuchen, ob wir die überhaupt mit reinbringen oder nicht. Der wäre eigentlich auch cool. Gut, cheaten wir wieder. Was ist das nochmal? Ach genau. bb.ignore-gameplay-unlocks-entitlement. Habe ich noch verschrieben. Okay. So, jetzt ist ja hier zwar nicht freigeschaltet, deswegen gehen wir einfach in eine andere Kategorie nochmal zurück. Und jetzt ist er da. Oh, der ist richtig heftig. Nee, da, das
Kann man dann auch nicht machen. Aber jetzt haben wir den schon eingegeben. Und dann ist er einfach nicht schön. Was ist denn das eigentlich? Das habe ich noch nie... Boah, die sind ja richtig fett. Der passt, der passt. Weil der ist auch ziemlich klein. Den finde ich auch nicht wirklich modern, muss ich sagen. Ich glaube, wir nehmen den. Schon das Fenster nur ein Stückchen nach rüber kann dann. Und ist auch wieder nicht so zentral vom Fenster. Ich stelle mal die Wände hier ein bisschen runter. Nee, der muss schon... Das geht nicht. Der muss schon mindestens hier hin. Ist einfach genau gegenüber vom Fernseher. Vom... Ach Quatsch, vom Bett. Genau. Das wollte ich sagen. Der muss da hin. Da haben wir keine andere Wahl. Außer natürlich... Wir schieben hier alles noch ein Stückchen weiter nach rechts, beziehungsweise hier jetzt nach links. Die Objekte frei bewegen, das könnt ihr auch übrigens, indem ihr das Objekt anklickt. Und normalerweise rastet das ja so ein und wenn ihr Alt gedrückt haltet währenddessen, und dann rastet es nicht so ein. Dann geht das. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Fernseher. Ja, doch, jetzt geht's. Das sieht doch schon besser aus. Wir haben noch gar keinen Boden ausgesucht, fällt mir gerade auf. Was nehmen wir denn da? So ein Holzboden? Nee. Nee, nee. Der vielleicht... Nee, der ist auch wieder zu alt. Ich hätte da gern irgendwas Schönes, aber auch irgendwie Unauffälliges. Das ist es auch nicht. Nee, die Farbe gefällt mir auch nicht. Vielleicht müssen wir dann doch vom Holz weg. Und so ein Teppichboden. Ich weiß nicht. Das ist jetzt echt schwer. Das ist alles nicht das, was ich gern hätte. Und jetzt das Problem ist einfach, ich weiß nicht mal, was ich gern haben möchte. Vielleicht nehmen wir doch so einen. Die andere Seite. Wenn ihr so die Bodenbelege hier übrigens dann so drehen möchtet, also dass ihr jetzt anstatt so, ich gehe mal hier näher hin, anstatt diese Seite jetzt so, also die andere Seite sind, da müsst ihr Punkt und Komma, könnt ihr das so drehen, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich weiß auch nicht, ob der Boden wirklich so modern ist. Ah ne, es war der andere da. Das ist jetzt echt blöd. Was gibt's denn von dem noch so für Farben? So einen weißen. Aber dann ist wirklich alles schwarz-weiß. Der hat was, aber ich will auch nicht alles zu dunkel haben. Wobei es ja mittlerweile noch geht, finde ich. Ja, doch, oder? Wir lassen es mal. Hier müssen noch irgendwas hier in die Ecken rein. Weil das ist noch so wenig hier. Im Deko kümmern wir uns natürlich später, aber jetzt erstmal um den groben Überblick. Vielleicht ein Kamin. Hier. Aber dann eben auch wieder den moderneren. Wird schon eng hier. Was gibt es da noch so für Farben? Nee, in Schwarz nicht. Dann ist es wirklich zu dunkel. Nee.
Ja, doch, dann lassen wir den. Oder, ich weiß noch nicht. Ist das der? Ja. Ich will genau die Farbe davon wissen. Ah, das ist der. Okay. Ja, ich finde, der ist ein bisschen blauer als der. Ja, dann nehmen wir den. Ja, ich würde sagen, an Deko können wir mal anfangen. Weil hier würde ich jetzt nicht wirklich nochmal was reinstellen, vielleicht eine Pflanze oder so. Noch ein paar Bilder rein. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir hier noch irgendwo ein Regal reinbringen sollen. Aber ich glaube, das wird dann zu voll. Ja, schauen wir mal. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Ah, warten, noch ganz kurz ein Teppich. Stimmt. Und die Lampen hier, die ändern wir natürlich dann auch. Die gefallen mir nicht so. Von hier oben sieht der Boden wirklich hässlich aus. So, einer ist eigentlich ganz schön. Nee, ist zu grell. Ich hätte hier eigentlich schon gern so einen helleren Teppich. Nee, vielleicht sowas hier. Das wäre cool. Oh, hier ist der groß. Gab es denn nicht auch mal ein bisschen kleiner? Mit den nehmen? Weil der gefällt mir eigentlich auch. Vielleicht auch noch ein Schrittchen da lang. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Was für Farben gibt es da denn noch? Das ist er nicht. Ich fand den eigentlich ziemlich schön, weil den kann man halt wirklich in viele Situationen benutzen. Und er kommt wirklich jedes Mal anders rüber, aber so ist es. Ich weiß nicht, er ist einfach zu groß und das ist er nicht. Ja, ich lasse den jetzt mal. Es sieht ja nicht schlecht aus. So, da können wir uns ja jetzt mal um die Pflanzen kümmern. Ich könnte mal zum Beispiel jetzt eine Topfpflanze hinmachen. Die ist eigentlich ganz schön, aber ich schaue mal noch, was es sonst noch so gibt. Die ist cool. Die hat auch wieder diese weiße Farbe mit drin. Die sieht auch irgendwie so ein bisschen frischer aus als die hier. Wirklich mehr ist da nicht, was ich da nehmen könnte. Bei die. Nee, die ist auch wieder so. Keine Ahnung. Ja, ich nehme die zweite. Ja, so ein bisschen leicht schräg. Hier könnte man jetzt irgendein Bild drüber hängen. Ich glaube, ich mache mal einen Filter rein, aber ich weiß nicht, ob wir dann wirklich was finden. Das ist ja witzig. Das wusste ich auch noch nicht, dass es gibt. Süß. Ach, Mann. Das ist ja cool. Das hänge ich mir schon mal raus. Weil so mit so einer Landschaft. Das hat dann auch nochmal so ein bisschen was Frisches. Dann könnten wir eigentlich mehr in das Zimmer davon reinbringen.
Ich glaube, wir bleiben auch hier so in den Farben. Dieses helle Holz, dann das hier. Aber dann trotzdem den Großteil so schwarz und weiß. Das kann schön sein, aber ich vergrößere es mal nochmal. Ein Stückchen runter. Ja, so vielleicht, oder? Ist das schön? Ich glaube, es muss noch ein bisschen rüber. Ich schaue mir trotzdem, glaube ich, nochmal hier die Farben an. Weil das ist eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, ich kann es ja wiederum nicht lassen. Also das hier nehmen wir auf keinen Fall. Vielleicht dann doch diese Farbe. Oh, das war auch schön, aber es ist halt wiederum Holz. Was wird zum Teppich gut passen? Ich schau mal, ob es die Pflanze hier auch in solchen Farben gibt. Ja, so ähnlich mal. Das ist auch ein bisschen zu dunkel. Das sieht dann auch nicht schön aus von den Blättern. Müsste man eigentlich so haben. Ja, das mit der Pflanze, das ist einfach nicht dieselbe Farbe. Das gefällt mir echt nicht. Man bleibt die auf jeden Fall weiß. Nur was machen wir jetzt mit dem Bild? Oh Mann, das sieht echt schön aus. Aber wenn wir hier wieder so, dann haben wir das Grüne auch nicht wirklich mit drin. Das gefällt mir auch nicht wirklich, muss ich sagen. Das stört mich jetzt. Ich lasse den Teppich auf jeden Fall so. Doch, das mache ich jetzt auch erstmal grau. Sonst wird es zu viel. Das ist dann auch nichts. Womit machen wir weiter? Ja, hier nebendran muss natürlich auch noch was. Jetzt nur die Frage, machen wir da so kleine Pflänzchen hin? Ich mache nochmal einen Filter kurz raus. Oder machen wir da normale Deko hin, wie zum Beispiel ein kleines Bild oder so. Oh, die ist cool, die hätte ich gerne im Wohnzimmer. Ich platziere mir die schon mal runter. Hierhin ungefähr hätte ich gerne das Wohnzimmer. Wenn man so Sachen findet, erstmal schön rausplatzieren, ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp. Aber die sind zu groß, alle, die diese Vasen hier. Das ist dann auch wieder zu viel. Wenn, da muss da wirklich was Kleines hin. Weil die ist aber auch nicht wirklich modern, diese Gießkanne. Das ist eigentlich auch ganz süß, aber das Blaue, das stört mich daran. Da wäre es noch ein Weiß. Heute sind wir echt langsam. Doch, ich glaube, sowas platziere ich jetzt schon mal. Nee, das ist es auch nicht. Aber ich glaube, das könnte in die Mitte vom Kamin. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das hat so was Beruhigendes von sich. Weil die gleiche Pflanze wie da, die hätte ich jetzt eigentlich auch nicht dahin gepackt. So, oder? Oh, die gefällt mir jetzt doch nicht mehr. Vielleicht nehmen wir da die hier. Ist auch wieder zu groß, oder? Ach, Mann. Ja, oder wir nehmen nochmal die hier. Natürlich ein bisschen drehen. Dürfen ja auch nicht gleich aussehen.
Ja, doch, das ist eigentlich schon ganz schön. Ja, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Kamin. Ich denke mal, da schauen wir einfach mal hier noch so ein bisschen, was es da gibt. Ich finde, so ein Kamin ist immer ziemlich schwer. Das platziere ich mir auch mal raus. Mal gucken, ob wir das brauchen. Was ist das? Ah, cool. Das könnte man gut ins Bad reinstellen, finde ich. Da könnten aber auch Pokale draufstehen. Aber ich weiß nicht, ob es dann nicht doch zu heftig ist schon. Oh, den finde ich eigentlich schon schön. Das hat so was Oscar-mäßiges. Doch, dann stellen wir den in die Mitte. Hier kurz in der Luft platzieren, das macht ja nichts. Und dann die beiden so am Rand. Ja, ist eigentlich in Ordnung, finde ich. Aber die Wände, die sind noch viel zu leer. Ich weiß nicht, da fehlt noch das, wo man sagt, genau das ist es, was das Zimmer ausmacht. Obwohl, das Bild, das ist ja wirklich schon ziemlich cool. Aber hier so ist es einfach noch zu leer. Kann ja mal ausprobieren, ob wir hier nicht solche kleinen Regale hier machen. Aus diesen Vitrinen hier. Sieht auch manchmal ein bisschen aus wie diese Fensterbretter. Ob wir das so irgendwas hinmachen? Vielleicht noch eins drunter? So habe ich mir es vielleicht gedacht. Oder auch normale Bretter, aber ich finde, die sind so langweilig irgendwie. Doch, das nehmen wir mal. Schauen wir noch nach der Deko und müssen wir noch eine Pflanze aussuchen und die Zeit, die rennt uns schon davon. Die Birne hier. Ja, aber da könnte schon so ein paar persönliche Sachen drauf. Wie hier zum Beispiel ein paar Bücher. Die gehen gar nicht rauf. Ah, da machen wir es mit dem Höhenverstellen-Cheat. Funktioniert auch mit Move Objects. Ach Quatsch, nicht das. Wenn ihr den Move Objects-Cheat eingeschaltet habt. Ich muss, glaube ich, noch eins runter. Dann könnt ihr damit diese Objekte so in der Höhe verschieben. Und wenn sich aber eure Mauszeiger bzw. euer Standort da so ein bisschen verzerrt, also wenn ihr jetzt hier auf 9 für hoch und auf 0 für runter drückt, und dann kann es manchmal sein, damit euer Bild in einer ganz anderen Position ist, als ihr es gerade wart. Und das könnt ihr einfach verhindern, indem ihr, während ihr das drückt, die Alt-Taste gedrückt haltet. Aber ihr könnt wirklich so ein paar persönliche Sachen noch drauf. Ich finde das eigentlich auch ziemlich süß. Das ist einfach so was, wo man hinschaut und denkt, ja. Ja. Ja, nur ein paar Kerzen, das ist es. Warum gehen die denn jetzt nicht nach vorne? Ah, jetzt. Nee, ich mache das Bild, mache ich nach unten und die Kerzen nach oben. Aber ich finde, wenn die Kerzen jetzt noch nach unten kommen, das ist einfach zu viel. Ja, so. So, dann holen wir uns da für oben drüber noch schnell irgendwas.
Dann kümmern wir uns noch ganz, ganz schnell um die Deckenlampen. Das da muss eigentlich so ins Badezimmer rein. Ach Mann, jetzt finden wir nichts. Oder wir nehmen da auch nochmal sowas, aber ich glaube, das ist auch zu groß. Ich habe eine Idee, wir stellen das hier einfach in die Mitte. So. Weil ich finde, das ist auch gar nicht schlimm. Das sieht eigentlich noch ziemlich schön aus, so. Weil anders kann es auch wieder schnell zu viel werden. Und die Farbe lassen wir, glaube ich. So, an sich haben wir es. Jetzt müssen wir eben nur noch dafür sorgen, dass wir andere Lampen finden. Ich entferne die schon mal schnell. Gehen wir in die Beleuchtung mal rein. Und natürlich Deckenlampen. Ganz wichtig. Ich finde die so cool. Das ist so voll IKEA irgendwie. Die machen auch so ein warmes Licht. Was hier in dem Zimmer vielleicht nicht schlecht ist. Oh, jetzt finden wir hier auch keine, oder wie? Obwohl ich die eigentlich schon ziemlich cool finde. Wenn wir hier so hingehen und hier einfach so zwei im Raum platzieren. Vielleicht hier und hier noch eine. Obwohl es eben auch wieder ziemlich gelb aussieht. Wenn nicht, dann muss ich dafür sorgen, dass wir hier nächstes Mal noch jemand einziehen lassen. Ich glaube eigentlich, das hat ich mal gemacht. Aber die ist irgendwie weg. Naja, das macht ja nichts. Da kümmern wir uns da nochmal nächstes Mal drum, damit wir die Intensivität bzw. die Farbe von den Lampen hier ein bisschen ändern. Weil ansonsten kommen die ganzen Farben vom Zimmer auch nicht mehr so rüber und das gefällt mir einfach nicht. Also machen wir mal in der Hinsicht nächstes Mal damit weiter. Und wir brauchen auch noch Vorhänge, fällt mir gerade auf. Ja gut, darum kümmern wir uns auch nächstes Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr für eine Idee habt, ob wir hier vielleicht noch einen kleinen Farbklecks mit reinbringen sollen. Obwohl ich eigentlich finde, das Grün, das ist schon ganz schön. Das könnte so eigentlich ausreichen. Aber ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Vielleicht ist es auch einfach nur. Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich finde es hier auch ehrlich gesagt noch ein bisschen leer. Aber ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.